Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Das ist ein Update zur Artikelserie Trading mit Saisonalitäten, Teil 26 in der August-Ausgabe des Traders Magazin. Auf Seite 22 finden Sie wieder zwei Trading-Ideen aufgrund saisonaler Verhaltensweisen. Und da sollte man heute normalerweise eine Short-Position im hier angezeigten Währungspaar australischer Dollar in US-Dollar aufbauen. Was Sie hier jetzt sehen, ist der Wochenchart, und normalerweise hat ein Aufbau zum heutigen Handelstag ein Potenzial von mindestens 300 Pips und ein maximaler Gewinn von 1028 Pips bis zum 19. August. Das ist natürlich sehr schön, nur leider Gottes ist der Kurs meiner Meinung nach schon zu weit gelaufen, um dieses Durchschnittsziel von 300 Pips zu erreichen. Sie sehen hier die 200-Tage-Envelopes mit einer Abweichung von 10%. Und wenn ein solches Envelope erreicht ist, dann ist meistens der größte Teil der Bewegung vorbei. Wenn man also jetzt hier Short gehen würde bei Unterschreitung des letzte Woche ausgebildeten Tiefs, hätte man ein Potenzial von knapp 120 Pips bis zur roten waagerechten Linie, und dann, das ist mir im Endeffekt eigentlich zu wenig, wenn man bedenkt, dass man das Stop sozusagen über diesen Widerstand platzieren müsste. Wir hätten also sozusagen einen dreifach höheren Stop-Abstand als ein Ziel. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja ein Update, um Sie vor dem Schlimmsten zu bewahren oder Ihnen zu sagen, wo man einsteigen soll. Und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt mal den Chart an, der im Magazin sozusagen verwendet wurde. Und den sehen Sie jetzt hier in seiner schönen, in seiner vollen Größe. Was Sie hier sehen, ist nämlich eine SKS-Formation, die hatte ich damals bei Erstellung des Artikels eingezeichnet, und ich ging davon aus, dass eine Unterschreitung der roten Linie erst kommen würde, wenn dieser Short-Einstiegstag ansteht. Das ist natürlich leider Gottes nicht gekommen. Der Kurs ist zu früh in diese Richtung, hat am Freitag ein neues Tief gemacht, und er hat eigentlich schon, wie Sie hier sehen, die Hälfte des Weges zum SKS-Kursziel abgearbeitet. Was ist das Kursziel? Man nimmt den Abstand von der Nackenlinie, was Sie hier sehen, bis zum Kopf und spiegelt den ganz einfach nach unten. Und da hätten wir hier ein Ziel ungefähr bei 70,25. Und wenn wir jetzt hier mal uns diese Linie hier als Einstieg nehmen und das Stop hier oben platzieren, dann sehen Sie schon hier, das Stop ist deutlich weiter entfernt vom möglichen Kursziel. Also man kann, wer sich des Risikos bewusst ist, kann Short gehen, wenn ein neues Tief generiert wird. Oder aber wer auf der sicheren Seite sein will, der wartet eine Gegenbewegung ab bis an diesen Trendwiderstand. Der liegt momentan, machen wir hier mal kurz eine Linie, verschieben diese Linie hier hoch. Dieser Einstieg liegt momentan bei 74,10. Sie sehen es hier oben, Kaufkurs, muss man natürlich jetzt umdrehen, ist ein Verkaufskurs, Ziel ist 70,59. Und wenn man dann das Stop nimmt an der roten Linie, wo die Stückzahl steht, bei 76,24, dann hätten wir hier schon ein wesentlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis, als wenn man hier sozusagen bei Unterschreitung dieses Tiefs oder jetzt gleich Short gehen würde. Ob natürlich dieser Einstieg dann kommt, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich möchte noch auf eins darauf hinweisen. Wir haben momentan ein kleines Trendwendesignal im Three-Line-Break-Stundenchart. Da sehen Sie, hier wurde das drittletzte Kästchen von unten überschritten. Wir haben ein neues Kaufsignal, und das wird natürlich erst wieder umgekehrt, wenn die rote Linie bei, wo haben wir es hier, ...72,64
unterschritten wird. Also wie gesagt, abwarten, auf eine Gegenbewegung hoffen und bei 74,10 oder in der Nähe dieser braunen Linie eine Short-Position aufbauen. Das war's, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Thomas Bob und tschüss.